Wir sind heute bei der TV Total VOG WM 2023 und begleiten das Team Aldi Sports im Vierer VOG mit Nico, Amar, Revi und der Wildcard-Gewinnerin Liv. Ich würde sagen, let's go! Wir sind jetzt hier in der schwierigsten Passage der ganzen Strecke, die Kurve 9, unsere Aldi Sports Kurve. Hier werden Höchstgeschwindigkeiten erzeugt zwischen 100 und 120 km/h. Und heute ist auch hier einiges passiert bei unserem Team. Amar, wir haben gehört, es ist was vorgefallen. Tatsächlich waren wir in der 6. Kurve, und dann war ich schon so, oh geil, wir haben es geschafft. Ich schreie schon, aber wir haben es gar nicht geschafft. Das kamen noch 3 Kurven und die 9. Kurve hat uns also wirklich komplett rausgeschossen. Mein Ellenbogen ist geprellt, aber es geht uns gut. Habt ihr denn jetzt im Vorfeld dann irgendwie Angst bekommen? Angst ist, würde ich sagen, das falsche Wort. Wir haben immer noch Respekt vor der Bahn, aber ich denke, wir haben gut geübt und wir sind positiv gestimmt, das gut zu machen. Ne? Cracking Chris hier nochmal an meiner Seite. Wenn du das jetzt so hörst, gibt es da irgendwelche Übungen vielleicht, um jetzt da entgegenzuwirken bei so einer Prellung? Wir haben jetzt Knieschoner an seinen Ellenbogen befestigt. Jetzt einfach runter. Gibt es allgemein noch so Übungen, würdest du sagen, wo man ein bisschen nach so einer Überbelastung vielleicht nochmal schneller recovern kann oder was dem Ganzen hilft? Ja, tatsächlich. Also wir haben ja bald auch in der Aldi Sports App diese Yoga-Übungen da drin, auch Recovery-Sachen. Das heißt, da kann man sich austoben. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie schätzt du heute die Gewinnchancen ein? Immer positiv, immer. Es gibt nur Gewinn, keine andere Option. Ja, wir haben ja gestern mit demjenigen gesprochen, der eine Einführung durchgeführt hat. Haben Sie schon mal jemanden gesehen oder ein Team gesehen, der aus dem Nichts kam und dann überzeugt hat und auch eine gute Platzierung rausgeholt hat? Chance hat man immer. Man muss einfach gerade sitzen, entspannen, schön flach. Dann geht alles. Jeder kann gewinnen. Auch ein Team, das man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Heute ist alles offen, ne? Geht immer um die Einstellung. Das stimmt, ja. Wie ist denn die Einstellung bei dir heute, Revi? Positiv, wir sind gut eingestellt. Unser Steuermann gibt sein Bestes. Amar hat bis 12 Uhr geschlafen und ist dementsprechend energetisch geladen. Und ich glaube, wir kriegen das hin. Im Einzelwok ist ja nochmal so eine andere Sache, ne? Einzelwok, da muss man alles selber machen, ne? Da kann man sich auf niemanden verlassen. Also ich habe heute das Maximum an Gewicht draufgepackt. Ich hatte 2 Gewichtswesten mit drauf und 7 Sandsäcke unten mit drin. Ich war bei 130 Kilo und nicht einmal gedreht. Das war sehr zuversichtlich. Ich war 3 Sekunden langsamer als Joey Kelly. Jetzt hier das exklusive Angebot, den Vierer-Wok für uns zu steuern. Wie sieht's aus? Du warst der Mann der Stunde gestern. Du hast gestern überzeugt, haben wir gesehen. Genau, da hatten tatsächlich die anderen leider die falsche Technik angewendet. Ich war da der Einzige, der tatsächlich verstanden hat, wie es funktioniert. Aber das kann passieren, ne? Hier ist jeder zum ersten Mal. Ich möchte mich an der Stelle auch bei den tanzenden Aldi Sports-Riegeln im Hintergrund bedanken. Ich muss sagen, danke auf jeden Fall dafür. Und unsere Wildcard-Gewinnerin, wie sieht es bei dir aus? Hast du gerade die Stellung hier draußen gehalten? Ja, ich habe die ganze Zeit Aldi-Riegel verteilt. Dann begeben wir uns langsam auf den Weg runter zur Vorbereitung und schauen dann, wie die letzten Minuten noch vor dem Race aussehen. Die Jungs hier sind ein bisschen am Durchdrehen. Man merkt ja, die machen ganz wirre Sachen. Der eine zieht sich zum Beispiel um und so weiter, aber du bist hier ganz ruhig und ziehst dein Ding durch. Ja, einer muss ja die Jungs unter Kontrolle haben. Ich bin jetzt langsam nervös. Mir ist so schlecht. Okay, so langsam merkt man, dass die Jungs auch aufgeregt sind. Tatsächlich sind wir einmal gestürzt heute in den Proben, aber wir haben uns danach sofort wieder gefangen und wir haben richtig Bock jetzt. Leute, jetzt geht es los, ja. Die Visiere sind unten und jetzt geht's los. 3, 2, 1 und los geht's. Jawohl. Und da kommen sie runter. Zack. Sehr guter Start. Sehr guter Start. Ja, ein bisschen angeschlagen wurde's. Bis jetzt sieht's gut aus. Ein bisschen flacher könnten sie vielleicht sein. Halten sich aber wirklich gut. Das A und O ist, dass man jetzt auf Geschwindigkeit kommt und dann... Oh, da muss man jetzt mal nach rechts umlagern. Und wir schauen einmal. Der 2. Platz. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Vielleicht kann man mal kurz einen Applaus so. Vielleicht, ja. Damit sind wir ziemlich weit vorne und es muss einiges schief gehen, damit wir da rausfliegen. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Amar, wie war das? Digga, siehst du das hier? Das sind Gewichte, Bro. So war das. Ein sensationelles Ergebnis an dieser Stelle. Wow, ja, ihr seid einfach auf Platz Nummer 2. Ja, nur 2? Ja. Echt? Ja. Es ist super, super gelaufen.
Da sind auch nochmal die Coaches natürlich mit dabei. Wie war das für dich im Bock jetzt? Für mich war es echt krass. Super, super starkes Ergebnis. Ich hatte ein bisschen Angst zwischenzeitlich, weil Amar so ein bisschen nach links gehangen hat. Hast du gesehen, wie ich ihn wieder reingeschubst habe? Ne? Super, super starke Performance. Ihr müsst jetzt kurz recovern. Ihr müsst nochmal die Jungs jetzt ein bisschen fit halten. Wir machen jetzt weiter. Du hast so ein gutes Händchen bewiesen. Du hast ihn einfach mit deinen Händen reingezogen. Es war krank. Es war krank. Du musst einmal in deinem Leben probieren, diese immense Power zu spüren, die du innerhalb von einer Minute da abrufen musst. Das ist wirklich krass. Für die nächste Runde als Coach, was möchtest du noch den Leuten mitgeben? Einfach nicht mehr nachdenken, den Erfolg ist jetzt irgendwas, sich freuen und einfach denken, die nächste Runde wird noch besser. Und wer weiß, wer heute Erster wird. Wir haben die Ergebnisse, wir gucken einmal gespannt auf die Tabelle. Und auf Platz Nummer 7, Jungs. Stark. Stark. Was ist die Taktik jetzt für die nächste Runde? Kraft, Spannung, Konzentration, sei das Eis. Wow, okay. Amar, stellst du doch etwas um zum zweiten Rennen jetzt? Ja, ich werde tatsächlich gleich nochmal ein bisschen flacher liegen und ich werde die Beine direkt am Anfang oben haben. Das gibt uns, glaube ich, nochmal so eine Sekunde oder zwei. Aber hast du nicht Angst, in der Kurve 9 rausgeworfen zu werden wie die letzten beiden? Sehe ich aus, als hätte ich Angst. Jetzt geht's los, das Finale. Da sehen wir die Jungs in den Box. Jetzt müssen wir uns konzentrieren und schauen, wie sie am Anfang loskommen, denn da wollten sie am meisten verändern. So, los geht's. Füße sind hoch, ja. Oh. Oh, ja, stark. Ja, ist doch super gelaufen, oder? Mega, ha? Minus 7 Sekunden fast. Ich bin einfach glücklich, dass sie den ganzen runtergekommen sind. Aber hier gut gerettet. Genau. Mal hier. Das war schon knapp. Sehr, sehr stark. Oh. Aber hier. Technik, super. Die begeistert. Und super. Was ist passiert? Ich sag dir jetzt mal was, Bro. Unsere erste Runde war ja nicht so stark. Wir hätten in der Qualifying hätten wir besser abschneiden können. Der Verantwortliche steht hinter mir. Nee, das ist gar nicht Nico. Wo ist Nico? Ah, da. Also, wenn wir nochmal fragen, ja, was ist genau während des Rennens passiert? Wie war eure Performance im Wok? Brutal. Die war echt krass, Digga. Also, real talk. Ey, wir sind so einmal rausgeflogen und wir haben uns einfach instant wieder gefangen. Aber man muss jetzt leider auch so ehrlich sein, es gab auch Leute, die halt schneller waren. Soll ich dir sagen, warum? Die wiegen 120 Kilo mehr als wir. Wie war es für dich ganz hinten? Es war eine sehr geile Experience, ja, auf jeden Fall, ja. Auch ein riesen Shoutout an all die Sports hier, dass die uns so dabei unterstützt haben. No joke, eine richtig geile Nummer, richtig Spaß gemacht. Also, tolle Leistung. Noch. Und ihr lebt noch. Das geht über eure Vorstellungskraft. Aldi hat eine Wok-Mannschaft. Hör auf damit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Momentan ist ja noch nicht genau klar, welchen Platz ihr belegen wird. Ich glaube, aktuell ist es Platz 4. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen hoffen. Und zum 44. Mal in Folge holt Joey Kelly überraschenderweise den Preis im Einerwok. Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ist das wirklich so gerade passiert? Sind wir Erster? Für die Top 3 hat es jetzt leider nicht gereicht, aber ich finde, die Platzierung ist trotzdem ein super Erfolg für das gesamte Team Aldi Sports. Kasala! So, meine Lieben, das war die TV Total Wok WM 2023 für Aldi Sports im Viererwok. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat eine Menge Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.